Ich möchte nur sagen, dass grundsätzlich die 20 Sekunden bei der Pachacucha 20 Sekunden sind. Es gibt natürlich ab und zu technische Pannen, aber ich habe mir gedacht, ich probiere jetzt einfach mal aus, wie sich das anfühlt, da im 20-Sekunden-Takt durchzufahren. Und ich stelle euch ein Projekt vor, das sich jetzt in den letzten zwei Monaten ereignet hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich starte hier meine Stoppuhr und schaue, ob ich 6 Minuten 40 einhalten kann. Ingemar, bitte, los geht's. Ja, das Video dauert leider nur 20 Sekunden, denn mehr ist da nicht erlaubt. Eigentlich soll es ein Bild sein. Das Projekt heißt Positivo. Ich bin positiv in dem Sinn, dass ich bei einem Projekt mitmache, das sich mit dem Thema AIDS beschäftigt. Das Projekt kommt aus Österreich, wurde nach Afrika getragen und unter www.mospositivo.com kann man mehr dazu erfahren. Das Ganze spielt sich in Inhambane ab. Die Reise ist recht weit. 150 Tonnen Treibstoff werden getankt in Frankfurt, um bis nach Inhambane hier runter zu fliegen über Johannesburg. Ihr seht, das ist eine kleine portugiesische Stadt. Früher waren ja die Portugiesen in Mosambik. Das sind die Jungs. Habe ich durch Zufall kennengelernt hier. Der Roli, ein Tiroler, sagt immer, das Leben ist hart in den Tropen. Das Leben ist hart in den Tropen. Pierre aus Frankreich, Kopf der Bande auch, das ist Elio, der Sänger, der im Video vorher zu sehen war. Und die Jungs haben sich zur Aufgabe gemacht, im Bereich HIV aufzuklären. Und zwar machen sie Folgendes, sie gehen in Schulen in Mosambik und nehmen mit den jungen Leuten Songs auf. Sie machen Musik, sie gehen dorthin, machen zuerst ein Konzert und dann schreiben sie mit denen gemeinsam einen Song, arrangieren das, nehmen das Fett auf, die rappen alle, die singen und so weiter und so fort. Ich war letztes Jahr, so kam ich dazu, in Mosambik und durfte mit den Jungs auf Tour gehen. Ich habe da Gitarre gespielt, so kam ich zu dem Projekt. Da bin ich ein bisschen, schlecht, also hatte ich Fieber. Das war das Konzert zu Weihnachten. Wir waren auf Tour durch afrikanische Clubs. Roli, das ist die Band. Jibra, Roli, ich, Anisette. Anisette ist der Typ, der für den Sound verantwortlich ist und so ziemlich alles reparieren kann, was es an Elektronik gibt. In Afrika wird ja alles repariert. Da wird nichts weggeschmissen, da wird dir das Mobiltelefon dreimal gelötet. Und hier seht ihr ein Video. Yeah. Die Nummer heißt Easy Disco, ist noch nicht aufgenommen. Bei der Nummer entstand die Idee, ich habe die gesehen, wir haben da irgendwo im hintersten Afrika geprobt, ein Tonstudio dort zu installieren, um eben die ganzen jungen Talente, die sich da herauskristallisieren, auch Musik mit ihnen machen zu können. Da haben wir Equipment letztes Jahr geschickt, sind alles alte ORF-Sachen, Millionen teuer vor 10 Jahren und dann geht es nach Afrika und wird dort wiederverwendet. Das ist die Casa de Cultura, der Inhambane, ihr habt das vorher auf der Landkarte gesehen. Dort wird jetzt dieses Tonstudio installiert. Ich war eigentlich auf Urlaub, ich kam von Kapstadt und wollte im Meer baden und surfen, aber da haben die Jungs gesagt, nein, nein, du musst mit uns das Tonstudio bauen. War eine Überraschung. Das ist der Bau. Hier kommt die Überspannung zur Architektur. Robson sitzt da. Wir haben da einen Riesenbau bekommen. Das sind hier ungefähr 300 Quadratmeter Raum. Und hier ist das eigentliche Tonstudio. Das sind 3 Räume. Ihr werdet dann noch sehen. Wurde gerade frisch betoniert hier, als ich ankam. Da bin ich. Tür rein. Ich war der Mensch, der für die Akustik verantwortlich war. Also ich kam da rein und die Jungs haben gesagt, hey, du kennst dich doch ein bisschen akustisch aus, ja? Wir sind hier in Afrika. Was können wir hier tun, damit wir hier so kostengünstig wie möglich ein Tonstudio zusammenbauen können? Denn in Afrika oder in Mosambik gibt's fast nichts, ja? Das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Dort hat man Probleme. Außer Kokosnüssen gibt's nicht viel. Das, hier seht ihr die Betonarbeiten. Also bevor wir drinnen gearbeitet haben, wurde hier draußen mal das Dach wurde gemacht, das ist neu. Hier unten wurden das, zu Weihnachten immer sehr, sehr stark regnet, in der Regenzeit wurde das komplette Setup sozusagen neu renoviert.
ja, was machen wir mit der Akustik? Wir hatten nicht viel, wir hatten nur das, was die Natur in Afrika bietet. Kokosfasern, Anisette, habt ihr schon gesehen, das ist der Paul. Der Paul lebt mit seiner Familie dort und ist eigentlich, war früher Bauingenieur. Der hat uns geholfen. Und wir haben uns eben entschlossen, so kostengünstig wie möglich lokale Materialien einzusetzen. Beim Tonstudio geht es ja darum, dass irgendwie der Raum relativ neutral klingt. Das heißt, dass ich alle Reflexionen, hier hört ihr die Reflexion, ich höre meine Stimme erst viel später, als ich sie ausspreche. Dazu haben wir Kokoswasser verwendet und wir haben aus den lokalen Materialien, das ist Bambusholz, haben wir, ihr seht es, wir haben das an die Wand geschraubt. Das ist Mr. Crazy, jeder hat in Afrika seinen lustigen Namen, wir nannten ihn Mr. Crazy. Wir haben mit Kokosfasern angefangen, die Wände zu dämmen. Normalerweise könnte man jetzt auch Hanf hernehmen. Hanfplatten werden sehr gern in Europa hergenommen, aber das funktioniert mit Kokos auch sehr, sehr gut. Gestopft mit Folie, damit nimmt man die Reflexionen, die der Raum mal hat, Überkonstruktion aus Holz. Problem vorher, sehr, sehr starker Regen, das war recht schwierig, bis das alles dicht war, wurde abgedichtet. Danach war der Raum recht trocken, akustisch. Und dann gab es noch diese Stera, also in Mosambik schläft man ja am Boden meistens. Fantastisch, kann ich nur jedem empfehlen, 2 Monate am Boden schlafen und man fühlt sich wirklich gut. Und diese Stera haben wir lackiert und dann verwendet, um diesen Raum sozusagen, um das noch ein bisschen abzurunden. Schaut unspektakulär aus, aber Anisette hat dann, wir haben dann einen Song aufgenommen, testet das, schaut irgendwie aus wie aus den 60s, ist vor einem Monat aufgenommen. Anisette, der Bassist, testet den Raum und der Sound ist gut. Ihr hört jetzt noch, wie es weitergeht mit dem Song, der am Anfang war. Wer Interesse hat, uns zu unterstützen, www.mospositivo.com. Muito obrigado.